Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Das ist Craft Attack 8 und heute ist der erste Advent. Ja, ich habe mich für ein kleines Sondervideo entschieden. Jeden Adventssonntag werden wir nun hier eine Kerze entzünden. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir da hinkommen. Das habe ich mir noch nicht ganz ausgedacht. So, wir werden immer gemeinsam eine Kerze entzünden und noch eine Kleinigkeit, eine weihnachtliche Kleinigkeit machen. Wir werden jetzt als allererstes mal die Kerze da hinten, habe ich mir eigentlich eingebildet, dort hinten entzünden. Das ist unser erstes Lichtlein. Wer einen Adventskranz daheim hat, darf diesen anzünden. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht davon gesprochen, dass... Stopp, Leute. Stopp. Versteht mich bitte nicht falsch. Ihr dürft nicht den Adventskranz anzünden. Ihr müsst die Kerzen auf dem Adventskranz anzünden, sonst rückt gleich die Feuerwehr an oder Mutter oder Frau oder was auch immer. Ne? Also bitte zündet nur die Kerzen an auf eurem Adventskranz und nicht den Adventskalender oder den Adventskranz. Und dann kommt mal mit mir mit. Denn ich habe hier etwas bereitgestellt, was wir jetzt mitnehmen zum Marktplatz. Diese wunderbare Kiste und wir nehmen uns noch eine Truhe mehr mit. Halt, wir haben hier hinten Truhen. Da. Und nehmen uns noch ein Schild mit. Ja, wir nehmen uns noch zwei Schilder mit. Und damit fliegen wir jetzt mal schnell zum Marktplatz. Legen uns aber vorher ins Bettchen. Wir brechen auf ins Nichts. Ja, da hinten taucht jetzt dann gleich der Marktplatz auf. Da haben wir schon Joes Uhr. Da haben wir schon Debitors Base. Da kommen sie, die einzelnen kleinen Shops. Und es gibt nur einen wahren Punkt, wo der Weihnachtsbaum hin muss. Nein, nicht auf den wunderbaren Diamantblock. Nein, 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 nein. Sondern wir hauen diesen Diamantberg hier weg, setzen den Baum an dieselbe Stelle und packen den Diamantberg wieder ein. Dann wäre Schritt 1 mal geschafft, der Diamantberg wäre weg und jetzt setzen wir an geeigneter Stelle nun unseren Baum. Wuhu! Auf den zweiten Versuch schon eine wunderbare Tanne bekommen, das ist schön, die ist genau richtig. So wollte ich sie. Das war der Anfang für unseren Christbaum. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar Sachen mitgebracht und habe meine Truhe jetzt für die Diamanten geopfert. Ah, wir haben Holz im Inventar. So, wir stellen jetzt noch eine Truhe hier unten drunter und da packen wir jetzt Christbaumschmuck rein und dann machen wir noch ein zweites Schild und schreiben hin, unsichtbare Itemframes, sehr erwünscht. Da fehlt noch ein N. Coco. So, das heißt, wir können jetzt hier anfangen, den Christbaum zu gestalten und zu schmücken. Als allererstes steht mal nur der Christbaum und ich denke, wir werden dann am nächsten Sonntag anfangen, den weiter zu schmücken. Außer er ist in der Zwischenzeit schon geschmückt. Wir packen mal hier unsere Sachen rein, die wir da drin haben wollen. Wir wollen farbige Kugeln haben, wir wollen Lichterketten und wir brauchen vielleicht noch was von dem Grünzeug. So, das kommt hier auf alle Fälle schon mal rein. Und dann schmücken wir beim nächsten Mal diesen Baum weiter. Ich bin gespannt, wie sich der entwickelt und ob Leute dann auch mitmachen und ob der stehen bleibt oder ob ihn jemand abholzt. Wir werden es sehen. Vielleicht verschiebt man ihn noch, keine Ahnung. Fürs Erste haben wir mal einen Christbaum gekauft. Das ist immer der Anfang. Ne? Wer von euch hat dieses Jahr schon einen Christbaum im Wohnzimmer stehen? Hm? Ich habe es noch nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich zugeben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir eure Schmückideen in die Kommentare. Wir brauchen oben einen Stern, Deko und so weiter. Wir werden das über die nächsten Sonntage schmücken. Und an Weihnachten steht hier ein wunderbarer Christbaum. Damit würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen ersten Adventssonntag. Macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!